Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki on the road. Wir sind nach unserer Live-Sendung auf de Gas. Auf dem Heimweg. Ja, man könnte ja auch sagen Schoki Banoki auf de Gas. Auf de Gas. Ja, verstehen nur nicht die Norddeutschen. Die Norddeutschen verstehen nicht, was sie meinen. Ne? Das stimmt. Deswegen sagen wir on the road, ist ein bisschen internationaler. Für unsere internationalen Gäste. Ja, genau. Ja. In Österreich und der Schweiz. Ja. Wir haben wieder ein kurioses Gesetz. Hier, pass mal auf. Autobesitzern in San Francisco ist es strengstens verboten, mit gebrauchter Unterwäsche das Auto zu polieren. Ja. Wenn diese Unterwäsche frisch gewaschen ist, dann darf man. Dann kann man, okay. Aber man darf nicht mit gebrauchter Unterwäsche. Wahrscheinlich ist es anzüglich. Wegen den Streifen. Ja. Ja. Man darf wahrscheinlich auch nicht irgendwie, wenn der Lappen jetzt irgendwie total schmutzig ist, ja. Man hat dann irgendwie. Wahrscheinlich war es. Oder man hatte in der Unterhose eine Bremsspur. Ja, ja. Der Lappen war komplett gebraucht. Man hat gesagt, ja. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und hat derjenige sich die Unterhose ausgezogen, hat weitergemacht. Ja. Und da haben sie gesagt, nee, das können wir nicht durchgehen lassen. Das geht nicht. Nee, ja. Nee, verstehe ich. Das ist auch ja. Dem Auto gegenüber. Nee, ist nicht gut. Nee. Und in Frankreich ist es gesetzlich verboten, einem Schwein den Namen Napoleon zu geben. Ja, die möchten nicht, dass die Schweine Napoleon heißen. Das ist okay. Ja. Hieß der nicht bei... Irgendjemand Napoleon oder was? Nee, bei kennst du nicht die Farm der Tiere? Von George Orwell oder sowas? Gab's da einen Napoleon? Da hieß doch das Schwein Napoleon zum Teufel. Ehrlich? Ich glaube schon. Müssen wir mal recherchieren. Könnt ihr ja mal in die Comments schreiben. In die Comments reinschreiben, wie das Schwein bei... Also das Hauptschwein, das Chefschwein... sozusagen bei... Das Masterschwein. Der Farm der Tiere hieß. Ja. Aber ich würde sagen Napoleon, oder? Und daraufhin kam das Gesetz. Ja. Ja. In der Stadt Champaign. In Illinois. Champaign ist in Illinois. Ja. Warst du mal da? Ja. Echt? Ja. Ja. Da musst du aufpassen, weil dort ist es gesetzlich verboten, in den geöffneten Mund eines Nachbarn zu urinieren. Ja, darf man auch nicht. Ist das jetzt nur in Champagne? Ja, in Champagne auf jeden Fall. Ach, in Champagne haben sie Sektspiele gemacht. Ja, ja, ja. Deswegen haben sie verboten. Okay, der kam flach rein. Ja, war ganz super. Auf jeden Fall, daher kommt das bestimmt, ne? Bestimmt. Ja. Die wollen also, nicht den Stadtnamen verunglimpfen. Ja, ja, genau. Deswegen. Ja. Deswegen Champagne und hier, wie heißt das? Flüssiges Gold. Ja. Ist ja auch wurscht. Ja, jedenfalls, ja, das waren die kuriosen Gesetze heute hier on the road. Ja. Demnächst mal wieder on the road und dann bringen wir wieder irgendwas, was wir in der Live-Sendung nicht gebracht haben. Was wir so gefunden haben. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Gute.